So, oh, schau mal, es wird Frühling, Focke verliert sein Winterfell. Ha, ja, ich haar ziemlich. Und los geht's. Nee, stopp, nicht los geht's, ich erzähle euch jetzt noch was, bevor das Intro losgeht. Und zwar geht's heute geht's darum, wie E-Autos die Welt retten können. Ja, weil E-Autos so toll sind, können es die Welt retten. Und alle anderen sind schlecht und die machen die Welt kaputt. Aber E-Autos können die Welt retten. Und wie das funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Peace. Ja, ein bisschen schief, oder? Kann es sein? Du darfst nicht in der Fahrt, ich wicke dein Handy rum. So, jetzt sei. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Bitte schön. Frauen haben bei mir immer Vorfahrt, deswegen bin ich auch ein Womanizer. Das ist auch eine Frau, aber die habe ich jetzt gleich die Vorfahrt genommen. So. Ja, es geht darum. Es ist ein recht kurzfristiges Video, weil ich gestern auf irgendeinem anderen Video habe ich einen Kommentar bekommen. Und dieser Kommentar, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wer es war, ich möchte es da nicht nachschauen. Der hat gesagt, ich habe nichts gegen E-Autos. Okay, schön. Wenn die E-Autos Fahrer nicht immer so viel Lügen verbreiten würden, dass ein E-Auto umweltfreundlich ist. Dann habe ich zugeschrieben, Deal machen wir, wenn aber auch die Verbrennerfahrer nicht so viel Unwahrheiten über das E-Auto veröffentlichen, dass das E-Auto umweltschädlich ist oder umweltschädlicher ist. Dann hat er geschrieben, ja, welche Unwahrheiten meinst du denn da? Und dann habe ich ihm eine Latei Unwahrheiten geschrieben. Von ja, Lithiumförderung und Grundwasser abpumpen und Akkus halten 20.000 Kilometer und der E-Auto kann nicht von München nach Berlin fahren und so weiter. Lauter so Zeug. Hat sich jetzt noch nicht gemeldet, vielleicht tut das noch, das kann sein. Aber dann haben wir gedacht, Mensch, mache ich doch mal ein Video. Und das habe ich ein bisschen reißerisch heute ein bisschen verfasst. Ich werde es auch unter Fockerchens Heimfahrt laufen lassen. Auch wenn ich sehe, hier überhaupt keinen Platz habe für eine Einblendung. Schief, gefällt mir nicht. Mache ich dann gleich gerade. Aber da fahre ich rechts ran. So, und zwar ging es darum, dass ich das ein bisschen reißerisch gemacht habe und gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt einen Text drauf. E-Autos können die Welt retten. Warum? So, jetzt stehe ich und jetzt mache ich es gerade. Es ist ja hier wunderbar. Ja, jetzt schaut es gut aus. So. Jetzt werden natürlich schon wieder viel gleich wieder schreiben wollen. Hey, du, E-Auto, dreckig und schmutzig und keine Ahnung, die können die Welt nicht retten. Stimmt, da habt ihr recht. Ein E-Auto oder E-Autofahrer können die Welt nicht mit ihrem Auto retten. Warum? Weil E-Mobilität genauso schmutzig und genauso schädlich ist wie jede andere Mobilität auch. Jede. Es verlagert sich halt. Ja? Es verlagert sich vom Meer, von tiefen Bohrungen, Ölförderung zu Transportwege, zu Tankerunfällen, zu Luftverschmutzungen, die aus dem Auspuff rauskommen und so weiter. Es wird halt verlagert. Mobilität, die über einen E-Antrieb laufen, haben ja, oder das heißt ja immer, die sind lokal emissionsfrei. Das ist der einzige Vorteil, glaube ich. Natürlich gibt es noch Leute, die PV-Anlage auf dem Dach haben, können den Strom dann selber nutzen. Ja, nur zum gewissen Teil, weil meistens, wenn die Sonne scheint, ist der in der Arbeit mit dem Auto und dementsprechend kann er nicht laufen. Bin ich bei euch, ja. Es gibt genug, die es machen, die also umweltfreundlich laden, weil sie PV-Anlagen haben. Ja, PV-Anlagen sind ja auch erst einmal herzustellen und ist Sondermüll und. Deswegen sage ich, es verlagert sich nur.
Die Verschmutzung durch Mobilität ist beim anderen ein wenig mehr, beim anderen ein wenig weniger, aber eigentlich ist Verschmutzung immer da. Auch beim E-Auto. Und ich persönlich, muss kurz überlegen, aber ich persönlich kenne keinen E-Autofahrer. Und da nehme ich mich mal nicht aus. Ich kenne keinen E-Autofahrer, der gesagt hat, ich fahre E-Auto, weil ich die Welt retten will, weil das kann man nicht. E-Auto in der Stadt macht auf jeden Fall die Umwelt erträglicher. Lokale Emissionen sind weg, egal welcher Art. Lokale Lärmentwicklung ist weg. Wenn man dann natürlich mit 80 über die Stadtautobahn fährt, so wie in Erlangen durch, da glaube ich, hört man vom Hochhaus, wenn man direkt daneben wohnt, glaube ich, hört man den Unterschied nicht, ob es ein E-Auto ist oder ob es ein Verbrenner ist, weil der ist eigentlich, außer er hat jetzt einen röhrenden Auspuff, einen Sportauspuff oder einen Klappenauspuff und der ist offen, oder er gibt Gas zum Beispiel, da hört man, glaube ich, keinen Unterschied zwischen einem Verbrenner und einem E-Auto. Weil wenn ich auf der Landstraße irgendwo stehe und mir so den Verkehr anschaue und es kommt wirklich mal ein E-Auto vorbei, ob es ein Zoe ist oder ob es ein i3 ist oder so, Vorbeifahrgeräusch ist ab einer gewissen Geschwindigkeit, ich sag mal, identisch. Außer man beschleunigt. Da ist natürlich ein E-Auto dann leiser, langsamer. Das hättet ihr gern. Nein, ist es nicht. So. Aufgrund von der Mail und schon mal in Vorbereitung auf die Antwort, die dann auf diese Mail kommt, die ich geschrieben habe, mit Gegenargumentationen, kannst du dir sparen. Weil Gegenargumentationen auf einem gewissen Grad sind natürlich nachvollziehbar, ganz klar, logisch. Aber wenn man dann sagt, der E-Auto ist nicht umweltfreundlich, weil Lithium wird gebraucht, Kobalt wird gebraucht, der Strom muss hergestellt werden, vielleicht sogar über Kohlekraftwerke und dementsprechend verpuffen wir ja auch CO2 und so weiter. Da bin ich voll und ganz bei euch. Ja, ist so. E-Mobilität ist rein von der Umweltverschmutzung, das ist meine Meinung, ich kann die jetzt nicht einmal beweisen, aber ich denke trotzdem besser als ein Verbrenner. Weil, wenn das Auto mal hergestellt ist und dieser CO-Rucksack langsam abgebaut wird und grünen Strom hat, auch auf der Gefahr hin, dass man sagt, ja, der grüne Strom, den du hast, der kommt ja aber trotzdem teilweise von einem Atomkraftwerk oder von einem Kohlekraftwerk. Ja, ich muss ja eigentlich dann beweisen, wenn ich einen grünen Strom habe, stimmt, es ist ja wirklich grün. Kommt ja wirklich nur von Wind, Wasser und Sonne. Kann ich nicht beweisen, weil ich das glauben muss, was die im Vertrag drin stehen. Und selbst wenn der Strom von einem Kohlekraftwerk kommt, und wir wissen ja, dass selbst wenn alle E-Autos mit Strom aus einem Kohlekraftwerk oder vom Dieselkraftwerk kommen, dann immer noch sauberer ist und effizienter ist, als würde es jeder selber verbrennen, weil die Effizienz höher ist, du hast ganz andere Temperaturen in so einem Kraftwerk, du kannst höher verbrennen mit einer höheren Temperatur, dadurch wird die Verbrennung effizienter, die Umwandlung wird effizienter, du hast ganz andere wassergespülte Filter drin, die du in einem Auto eben nicht hast und dementsprechend lassen wir das jetzt auch mal so dahingestellt. Wenn ich grünen Strom nehme und 1000 Kilowattstunden habe oder Kilowatt im Jahr Verbrauch oder im Monat, ist ja wurscht, dann weiß ich nicht, wo kommen die Kilowatt her. Aber wenn ich einen grünen Strom habe, dann verpflichtet sich der Hersteller, dass er diese 1000 Kilowatt, die ich verbrauche,
durch Naturstrom in das Netz wieder einspeist. Ist es wirklich so? Kann ich dir nicht sagen. Ach du meine Güte, da ist ein Baumbruch. Ja. Zu viel Wind, zu viel Schnee, zu dünne Bäume. So, soll heißen, das Video wird heute auch nicht so lang, soll heißen, ich kenne keinen, der E-Mobil unterwegs ist und dann sagt, ich fahre ein E-Auto, weil es besser für die Umwelt ist. Kenne ich jetzt keinen. Ich selber bin keiner. Bin auch kein Öko. Ich liebe trotzdem einige Verbrennerfahrzeuge. Ich mag die einfach, weil es tolle Autos sind, wie jetzt zum Beispiel die neue ZR1, die Corvette. Wunderbar, kann ich mir nicht leisten. Leider. Super schönes Auto. Mit Vorgänger bin ich ja schon mal gefahren, die ZR1. Aber der, glaube ich, zieht nochmal ganz schön anders an. Und ist für mich ein wunderschönes Auto. Am Anfang hat er mir gar nicht gefallen. Die Form ist zu neu gewesen. Aber jetzt gefällt es mir sehr gut. Morgan Three-Wheeler wäre ein Auto, würde ich mir, oder Auto, wäre ein Funmobil. Oder der Maverick X3 von Can-Am ist auch so ein richtiges Funmobil. Ja, wäre sogar eine Alternative, einfach damit rumheizen, wunderbar. Aber so ein richtiges Daily-Driver-Auto ist es natürlich nicht und dementsprechend gibt es für mich kein Daily-Driver-Auto, das ich mir noch als Verbrenner kaufen würde. Warum? Nicht, weil ich denke, ich kann damit die Umwelt retten. Nein, kann ich nicht. Ich könnte die Umwelt retten, wenn ich barfuß und nackt von A nach B laufe. Weil da habe ich den wenigsten Eingriff in die Umwelt. Die wenigsten Schadstoffe, die wenigsten Rohstoffförderungen und so weiter. Dafür würde ich unglaublich viele Netzhäute verbrennen durch mein bloßes Auftreten. Nackt und barfuß. Das wollt ihr nicht sehen. Das will ja nicht mal ich sehen. Das will nicht mal meine Frau sehen. Also, nee. Dann lieber mobil unterwegs, ja. Anderes Thema noch. Wie kann man die Welt retten? Durch Mobilität geht es nicht, egal durch welche. Eins weiß ich, und das hört man ja mittlerweile ziemlich oft. Wir leben nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt maßlos über unsere Verhältnisse. Es gibt ja so ein Wendetag im Jahr, das heißt, es gibt ja mehrere, zum Beispiel gibt es einen Wendetag, das heißt, also pass auf, heute ist irgendwie, keine Ahnung, Ende Juni und ab heute verdienst du, was du halt normal verdienst, nicht mehr für den Staat, sondern für dich. Alles, was du vorher gezahlt hast, hast du 1:1 an den Staat gezahlt und alles, was du jetzt verdienst, geht in deine Tasche. Diesen Tag gibt es auch rohstoffmäßig. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich es raus und der variiert ja immer, der Tag. Und interessant ist, dass dieser Tag immer weiter Richtung Januar geht. Ja, der geht immer weiter vor. Und zwar heißt es, wenn wir die ganzen Rohstoffe, die wir verbrauchen und gefördert haben und verbraucht haben, zusammenziehen, dann gibt es diesen Stichtag und der Stichtag ist irgendwann Mitte des Jahres, soviel ich weiß. Und dann heißt es so, und jetzt, ab dem heutigen Tag, dürften wir keine Rohstoffe mehr verbrauchen. Und zwar in keinem Fall. Das heißt, ab sofort müssten wir hungern, dursten, zu Fuß gehen, nicht mehr heizen, gar nichts mehr. Weil wir von der Anzahl der Menschen, vom Verbrauch der Rohstoffe eigentlich für ein Jahr die Erde genug ausgebeutet haben. Und alles, was danach kommt, dazu bräuchte man eigentlich eine zweite Erde. Weil wir dann schon dieses Guthaben, das wir noch haben an Rohstoffen, eigentlich nach einem halben Jahr schon verbrauchen. Das heißt, wenn wir unsere Erde retten wollen, und das wird keinem von euch passen,
Und ich muss mir da auch selber an die Nase fassen. Ja, weil ich bin ja auch ein Mensch, der konsumiert. Mal mehr, mal weniger. Ach ja, apropos konsumieren, ich habe was Geiles gekauft. Ich hoffe, das kommt bald. Das kann ich euch dann vorführen. So viel zu dem Thema. Und alles, was danach konsumiert wird, ist eigentlich als Guthaben, das wir verbrauchen für die nachgehende Generation, also für eure Kinder. Oder ich habe ja keine. Das heißt, unsere Kinder und unsere Neffen und Enkel, die werden irgendwann mal eine Welt vor sich finden, wo sie sagen, danke, es ist ja eigentlich nichts mehr übrig von dem, was ja rein theoretisch übrig sein sollte. Danke Opa, danke Papa für deine maßlose Lebensphilosophie, die du gehabt hast, die ihr alle gehabt habt. Also, Welt retten, nicht mit E-Auto und nicht mit Diesel oder Gas oder sonst irgendwas, sondern Welt retten heißt für mich weniger konsumieren. Das heißt für mich Luxus, den man mittlerweile liebt und gewohnt ist, wie zum Beispiel in den Urlaub fliegen. Mit einem Traumschiff über die Meere schippern. Ist nicht mehr. Aus die Maus. Ja? Jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Jedes vierte Jahr ein neues Auto kaufen, bloß weil es, keine Ahnung, weil es bequemer ist. Da bin ich auch dabei. Auch ich mache das. Und das gehört sich eigentlich nicht. Normalerweise müsste man auch wieder vielleicht sogar gesetzlich regeln. Du hast dein Handy 8 Jahre zu haben und dein Auto 10 Jahre zu fahren. Macht natürlich keiner, weil Konsum Fortschritt ist. Und zwar für die Konzerne. Konsum bedeutet Geld, Macht, und entwickelt dadurch noch mehr Geld und Macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat will, dass wir plötzlich nicht mehr in den Urlaub fliegen. Oder dass wir plötzlich alle 8 Jahre oder 10 Jahre bloß ein Auto kaufen, weil dann geht es ganz schnell bergab. Und weil unser System, das wir so aufgebaut haben, aber genau davon lebt. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Das ist ja eigentlich kein Politikkanal. Aber es ist so. Es lebt ja von Konsum. Und wenn der Konsum plötzlich wegbricht, warum auch immer, dann geht es mit dem Staat, mit den Finanzen ganz schnell bergab. Doppelmoral ist zum Beispiel auch sowas. Der Staat will offiziell, Leute, hört das Rauchen auf. Es ist ungesund. Der will aber gar nicht, dass ihr das Rauchen aufhört. Ich selber rauche nicht, deswegen sage ich ihr Raucher da draußen, die will gar nicht, dass ihr aufhört. Weil wenn ihr zum Rauchen aufhören würdet, würden Milliarden im Säckel fehlen. Und wenn die Milliarden im Säckel fehlen, muss er es irgendwo anders herholen. E-Auto. Momentan, wir zahlen keine Mineralölsteuer, wir zahlen keine Ökosteuer, wir zahlen keine Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer, sondern wir zahlen halt Strom. Der Strom ist verhältnismäßig teuer für das, was er kostet eigentlich auf dem freien Markt. Und deswegen verdient der Staat schon sehr gut daran an den Strom, aber immer noch zu wenig. Das heißt, wenn jetzt alle, keine Ahnung, 45, 50 Millionen Autos in Deutschland Strom wären, dann wird dem Staat ganz, ganz viel Geld fehlen. Kfz-Steuer, erst einmal 10 Jahre lang, ja, dann Mineralölsteuer, Ökosteuer, Mehrwertsteuer, dann natürlich über die Wartung, die das Auto generiert, einmal im Jahr, zweimal im Jahr mit Ölwechsel und so weiter, kriegt er auch noch Mehrwertsteuer und. Also, das fehlt dem irgendwie und deswegen würde das schon auf die E-Mobilität umschlagen. Und dann kommt natürlich eine Argumentation, ja, wenn ihr E-Autofahrer meint, ihr könnt immer so günstig fahren und mit euren Subventionen und hier wollt ihr kostenlos tanken und da wollt ihr kostenlos tanken, da werdet ihr euch umschauen, das wird sich ändern. Ja, da habt ihr recht, das wird sich ändern und das wird sich zwar schlagartig ändern. Ich denke, dass das vielleicht noch 2 Jahre so geht, maximal, und dann wird sich der Staat schon was einfallen lassen müssen, um da wieder ein bisschen Geld rauszuziehen. Aber es geht alles auf die Kosten der Umwelt. So, wenn einer sagt,
mein Auto ist umweltfreundlich, muss ich sagen, nein, ist es nicht. Mein Auto ist umweltfreundlich. Mein Soul e.V. ist umweltfreundlich, weil E-Auto. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ob er jetzt umweltfreundlicher ist als ein Verbrenner oder der Verbrenner umweltfreundlicher als das E-Auto, das kann ich euch nicht sagen, weil ich kein Wissenschaftler bin und ich das nicht studiert habe, sondern ich bin ein ganz normaler Auto-User, der von A nach B fährt und Spaß daran hat, mit dem Auto zu fahren. Deswegen habe ich ihn eigentlich. Dieses leise Fahren, dieses kraftvolle Beschleunigen, dieses für mich die Möglichkeit, das hat nicht jeder, aber für mich die Möglichkeit, daheim einfach einen Stecker rein zu tun und zu tanken, wenn ich sage, ich muss nicht mehr an einer Tankstelle hinfahren und mir ist scheißegal, was da an der Tankstelle steht und was der Sprit heute und morgen kostet oder um 4 Uhr oder um 8 Uhr am Abend. Es ist mir egal, ich fahre vorbei, denke mal, ich schaue da nicht mehr noch mit drauf. Momentan schon noch, weil wir noch einen Verbrenner fahren. Entschuldigung. Aber wenn meine Frau dann ein E-Auto fährt, dann ist uns das Piepschnurz wurscht egal. Aber deswegen zu sagen, dass mein Auto umweltfreundlich ist. Nee, Mobilität ist nicht umweltfreundlich, egal welche. Wir können die Welt nur retten, wenn wir uns alle miteinander am Riemen reißen und alle miteinander den Gürtel enger schnallen. Und das will keiner gern, auch ich nicht. Aber es wird so kommen müssen, wenn wir die Welt weiter so ausbeuten und so kaputt machen, dann sind wir die letzte Generation, die so leben werden. Die nächste Generation wird sich aufs Maul hauen. Und wir haben Glück, wenn die nächste Generation uns nicht heute schon dafür aufs Maul haut. Gehören wird es uns. Jeden von uns. Außer du lebst in einer Baumhütte, in einer Blockhütte im Wald, läufst barfuß rum und angelst und schießt dein Wild selber. In diesem Sinne, bleibt locker, was das Thema betrifft. Keift es euch gegenseitig nicht an, weil es bringt nichts. Wir müssen miteinander an einem Strick ziehen, auch wenn es keiner will. Servus, sagt locker, euer Fokker.